In diesem Video spreche ich mit Jonathan Neuschiller von Abilitato über die idealen Merkmale einer Buy-and-Hold-Aktie. Und wir sprechen darüber hinaus, nach welchen Kriterien Jonathan Aktien auswählt, warum der Free Cashflow eine so große Rolle für ihn spielt und noch einiges mehr. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Finanzrocker YouTube-Kanal. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Jonathan Neuschiller zu Gast. Wir haben vor einigen Jahren im Finanzrocker-Podcast schon miteinander gesprochen und es freut mich, Jonathan, dass wir jetzt wieder über Aktien sprechen können. Hey Daniel, danke für die Einladung, freue mich. Ja, ich freue mich auch und seit einigen Monaten hast du einen neuen Blog am Start, der hört auf den Namen Abilitato. Worum geht's denn da genau? Du, grundsätzlich geht es einfach darum, dass mich das Investieren nicht loslässt, dass es mir einfach eine Menge Freude bereitet und ich da so meinen Weg teile, welche Unternehmen ich mir anschaue und zwar immer unter der großen Klammer des, wie ich es immer nenne, unternehmerischen Investierens. Ich kann die Welt nicht neu erfinden, es gibt viele tolle Investoren, aber ich versuche eben meinen Stil damit zu beschreiben, nämlich auf eine Aktie zu schauen, nicht ständig auf den Kurs zu schauen, sich x-mal am Tag einzulocken, geht's hoch, geht's runter, das so als einen besseren Lottoschein zu sehen, sondern letztlich sich klar zu machen, dass man an Unternehmen beteiligt ist und dass es mittel- und langfristig eben darauf ankommt, welche Wertschöpfung diese Unternehmen haben und ob deren Wert ansteigt und das ist eben sozusagen ja die große Gemeinsamkeit oder ja die große Überschrift meines Investmentstils, eine Aktie als einen Unternehmensanteil zu sehen und dementsprechend dann diese Fragen zu stellen. Wie bist du auf den Namen gekommen? Weil der ist ja jetzt ein bisschen unüblich, oder? Ja, es gibt in der deutschen Community ja schon unglaublich viele tolle Namen und so ziemlich alles, was mit Aktie, Börse oder Finanzen in Verbindung ist, in allen möglichen Wortkombinationen wurde schon ausgeschöpft und ich wollte mich dann eben nicht irgendwie Aktienfleischwolf oder wie auch immer nennen, was noch frei gewesen ist und habe dann gedacht, dann wähle ich einen Namen, der ein bisschen mit dem zusammenhängt, was ich tun möchte und Abilitator, es kommt aus dem Italienischen, heißt sowas wie qualifiziert oder befähigt und darum geht es ja auch so ein bisschen, ich sage ja immer, lerne investieren in Aktien wie ein Unternehmer und ich möchte eben gerade diesen Lernaspekt eben auch da über den Namen zwar ein bisschen mit einbringen. Ja, ist auf jeden Fall innovativ und du fällst damit auf. Du hast ja eben schon gesagt, du möchtest langfristig investieren und du möchtest eben auch Aktien raussuchen, in die man dann langfristig investiert und nicht dann ständig hin und her kauft und verkauft. Wann ist denn eine Aktie für dich kaufenswert? Ja, Daniel, es hängt immer so ein bisschen von der Aktie ab. Am Ende geht es, glaube ich, und das ist auch so etwas, was bei vielen eine gewisse Zeit dauert. Auch bei mir hat es bei meiner eigenen Lernerfahrung eine gewisse Zeit gedauert. Es geht nicht nur darum, nach dem mit der höchsten Renditeerwartung zu suchen. Ja, man schaut ja immer, wo gibt es die größten Chancen, sondern am Ende ist, glaube ich, viel entscheidender, das Verhältnis aus Chancen zu Risiken. Ja, also beides ins Verhältnis zu setzen. Und letztlich haben wir alle immer die Alternative, in den breiten Aktienmarkt zu investieren, beispielsweise in einen ETF auf den MSCI World. Und dann bin ich der Meinung, wenn man in eine Einzelaktie investiert, dann sollte diese Benchmark vom Chance-Risiko-Verhältnis zumindest mal erreicht oder idealerweise sogar übertroffen werden. Und das heißt eben, je nachdem, wie riskant eine Aktie ist, würde ich als Daumenregel anpeilen, bei einer sehr, sehr stabilen Aktie würde ich mir so 8% Renditeerwartung pro Jahr wünschen. Das könnte jetzt eine Coca-Cola sein. Bei einer Aktie mit einer durchschnittlichen Qualität, da sollten es dann schon mindestens 10% sein, weil man dann ja auch erhöhte Schwankungen hat, erhöhte Risiken hat, dann will man mehr dafür vergütet werden. Und wenn es etwas sehr, ja, wie soll man sagen, schwankungsanfällig ist, auch auf der unternehmerischen Ebene riskantes ist, die Bilanz nicht die beste Qualität hat, das Geschäftsmodell zyklisch ist, dann würde ich oder strebe ich bei mir persönlich 15% Rendite an, was es dann natürlich aber wiederum schwierig macht, genug Titel zu finden, die so tief bewertet sind, dass man dann dieses Ziel auch erreichen kann. Aber am Ende ist eben die Botschaft, die ich für mich entdeckt habe und auch übermitteln möchte, dass je riskanter eine Aktie erscheint, desto höher sollte auch die Renditeerwartung sein, damit es sich lohnt, dieses Risiko einzugehen. Und wenn du dir jetzt so eine Aktie anschaust und dann schaust, wie sind die Risiken, wie lange brauchst du ungefähr, um dann diesen Entscheidungsprozess zu haben und dann auch dich für eine Aktie zu entscheiden? Ja, man könnte sich mit einer Aktie bestimmt monatelang beschäftigen. Irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Ja. Und das hängt jetzt auch immer von dem jeweiligen Investor ab. Bei mir ist es halt so, dadurch, dass ich auch diesen Finanzblog betreibe, Abilitate, beschäftige ich mich mehr damit, also meistens ein paar Tage, aber jetzt auch nicht Wochen. Man kann aber
je nach Unternehmen und Branche, na, bei uns ist es ja auch so, jeder von uns hat in irgendeiner Branche eine berufliche Verbindung, dann kann man vielleicht in dieser Branche dann auch einfacher und schneller unterwegs sein, wenn man die wichtigen Themen und Trends sowieso mitbekommt im alltäglichen Arbeitsumfeld, dann kann man das auch in einigen Stunden machen oder wenn man sich ein Unternehmen eh schon mal angeschaut hat und jetzt sich nur noch einen Konkurrenten anschaut, also kann man schwer so pauschal sagen, aber ich nehme ja meistens schon immer 20 bis 30 Stunden für die Recherche, würde ich schon sagen. Ja, das ist schon ordentlich. Man merkt es ja auch an deinen Analysen, dass du da viel Zeit aufwendest. Nach welchen Kriterien bewertest du denn so eine Aktie? Also ich denke, ich habe es ja eingangs gesagt, das hängt auch immer vom Investmentstil ab. Wenn ich jetzt von mir spreche, wenn es um das unternehmerische Investieren geht, dann ist das ja so ein bisschen der Gedankengang, auch wenn ich niemals das Geld dafür haben werde, aber ich stelle mir vor, ich hätte auf meinem Konto die gesamte Marktkapitalisierung des Unternehmens und würde die jetzt eintauschen, ja, also diesen Cashbetrag in alle Aktien, die von diesem Unternehmen ausstehend sind, dann würde ich ja eigentlich den Tausch machen, vorhandenes Cash gegen Cashflow. Denn sobald mir das gesamte Unternehmen gehört, stehen mir die Cashflows bis in alle Unendlichkeit hinein oder eben auch bis in alle Endlichkeit hinein, je nachdem, wie lange es das Unternehmen gibt, zu. Und deswegen sind im Grunde genommen, wenn man so auf ein Unternehmen schaut, drei Fragen relevant. Die erste Frage ist, wie hoch ist die Cashgenerierung eines Unternehmens? Die zweite Frage ist, wie stark kann diese Cashgenerierung vermutlich über den Zyklus hinweg anwachsen? Und die dritte Frage ist, wie sicher ist eigentlich das Ganze, was ich mir da anschaue? Ja, gibt es irgendwelche Ereignisse, die diese Cash-Generierung bedrohen? Oder kann ich davon ausgehen, dass das mehr oder weniger total planbar und sicher ist und Jahr für Jahr zuströmen wird? Und ich denke, wenn man sich diese drei Fragen stellt dann und beantworten kann, dann hat man schon einen sehr guten Eindruck von einem Unternehmen. Und wenn wir jetzt so eine Geschichten haben wie die Corona-Pandemie, die ja dann auf Geschäftsmodelle auch einen sehr, sehr großen Einfluss hat, wie gehst du mit solchen Sachen um? Entscheidest du dich dann auch mal gegen eine Aktie, weil das Geschäftsmodell dann eben nicht mehr so sicher ist wie vorher gedacht? Also grundsätzlich ist es egal, ob man ETF-Investor ist oder direkt in Aktien investiert, ja immer so, dass es Fehlentscheidungen gibt. Ja, in einem ETF ist ja auch immer die durchschnittliche Performance die ausgewiesene. Da gibt es bessere und schlechtere und genauso sehr ist es, wenn man sich selbst ein Portfolio zusammenstellt. Und deswegen ist die größte Regel, sich so sehr zu diversifizieren, dass einzelne Fehler nicht die gesamte Performance des Depots oder der Geldanlage kaputt machen, sondern dass man sich so aufstellt, dass man eben gerade nicht abhängig von einzelnen Unternehmen oder Branchen wird. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Man wird nicht alle Fehler vermeiden können. Ansonsten, ja, die Börse ist ein Ort der dynamischen Ereignisse. Ja, wir kriegen es jetzt gerade wieder mit. Wir nehmen das ja am 1. April auf, ist aber kein April-Scherz, das Video, Daniel. Jetzt haben wir diese Entwicklung mit den Energiepreisen, mit der brutal anziehenden Inflation. Vor 2 Jahren hatten wir die Corona-Krise. Also ständig prasseln neue Themen auf uns ein. Und die treffen natürlich dann uns privat, die Wirtschaft als Ganzes, aber auch die Unternehmen, in die wir investiert sind. Und die müssen jetzt mit diesem neuen Umfeld klarkommen. Und da ist es dann schon immer wieder der Fall, dass ich eben der Meinung bin, dass ein Unternehmen, dass sich die Zukunftsperspektiven so sehr eingetrübt haben, dass es nicht mehr die Marktkapitalisierung rechtfertigt. Und dann bin ich auch bereit zu verkaufen. Das habe ich beispielsweise im Sommer 2020 dann mit American Airlines gemacht, eine eh schon hochverschuldete Airline, die dann noch in die jahrelange Krise hineingeflogen ist und über ganz viele ja, Kreditaufnahmen, aber auch verwässernde Kapitalerhöhungen sich irgendwie durch die Krise hindurchgekämpft hat. Aber ich einfach glaube, dass es nicht mehr in so gute Chance-Risiko-Verhältnis und auch, obwohl das dann da im Verlust gewesen ist, also das ist überhaupt kein Kriterium, ob etwas im Gewinn oder im Verlust ist gegenüber dem Einkaufspreis. Es geht immer ausgehend vom heutigen Kurs, ist das ausgehend von dem Preis, den ich heute erzielen würde, wenn ich sie wieder verkaufen würde, immer noch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Und das habe ich eben damals für mich mit Nein beantwortet und dann beispielsweise diese American Airlines-Aktie verkauft. Lass uns mal über eine Kennzahl sprechen, die für dich eine große Rolle spielt. Und zwar der Free Cashflow. Das ist ja normalerweise eine Zahl, die man jetzt nicht als erstes auf dem Schirm hat. Warum spielt der Free Cashflow für dich dennoch so eine große Rolle? Ja, am Ende ist es halt genau dieser Free Cashflow, der uns Eigentümern, also uns Aktionären zusteht. Der kann verwendet werden, um Dividenden auszubezahlen, Sonderdividenden, Aktienrückkäufe zu tätigen, die Verschuldung zurückzufahren oder auch eine Akquisition zu tätigen. Na, das ist sozusagen der Treibstoff, der letztlich die Aktionärsrenditen verursacht und letztlich auch der Treibstoff auf Unternehmensebene, um Wachstum zu ermöglichen, um eine Wertsteigerung zu ermöglichen. Es gibt viele Unternehmen, die weisen zwar einen hohen Gewinn aus, aber können
können den eigentlich überhaupt nicht an ihre Eigentümer zurückgeben, weil sie den einbehalten müssen oder größtenteils einbehalten müssen, um eben irgendwelche zukünftigen Projekte zu finanzieren. Und in so einer Situation ist es eben so, dass man dem Unternehmen eben gerade nicht jedes Jahr den gesamten Gewinn entziehen kann, weil dann diese Investitionen nicht mehr zu stemmen wären. Und deswegen ist es schon aus meiner Sicht wichtiger, auf den Free Cashflow zu schauen. Ich kann da auch noch ein kurzes Beispiel geben. Also PepsiCo und Coca-Cola, da denkt man im ersten Moment, die sind total ähnlich. Sind sie nicht, weil PepsiCo auch Snacks macht, aber trotzdem sind sie beide in der Konsumgüterindustrie angesiedelt. Und es ist aber dennoch ein großer Unterschied in der Cash-Generierung beider Unternehmen zu sehen. Und es liegt daran, dass Coca-Cola die Produktion wie auch den Vertrieb, also dann die Lieferung der Flaschen und Getränke zu den Restaurants, aber auch zu den Getränkemärkten, das haben die alles ausgegliedert an letztlich Lizenznehmer, an Abfüllunternehmen, die dann diese ganzen Kapitalinvestitionen stemmen müssen. Coca-Cola selbst ist im Wesentlichen Lizenzgeber, Marketingmaschine und Erfinder neuer Produkte. Und das führt natürlich dazu, dass auf Ebene von Coca-Cola überhaupt kein Cash mehr investiert werden muss. Also sie müssen schon ein bisschen investieren, aber verglichen mit dem, also die haben eine hundertprozentige Cash-Conversion. Alles, was die an Gewinn ausweisen, kommt in der Regel auch als Cashflow an. Wohingegen PepsiCo da noch viel selber betreibt. Also die haben dann Produktionsbetriebe, die haben einen Lastwagenfuhrpark, die haben Lagerhallen, Warenhäuser und alles. Und das, wenn das Unternehmen wächst, muss das ja erweitert werden. Und dafür brauchen sie eben Kapital. Und das führt dazu, dass sie eben nicht eine hundertprozentige Cash-Conversion erreichen, sondern immer einen Teil des Gewinns dann einbehalten müssen, um diese Investitionen zu stemmen. Und deswegen ist das dann schon ein relevanter Aspekt, wenn man über viele Jahre investiert, wie viel Cash ein Unternehmen eben generieren kann. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Mir fällt da gerade auch noch Netflix ein, die ja auch enorme Produktionskosten haben, die sie dann auch stemmen müssen. Und andere Unternehmen wie jetzt Disney, die haben es da durchaus ein bisschen einfacher. Ja, und am Ende wirkt sich das dann halt auch oft auf die Bilanzqualität aus. Wenn man so hohe Investitionen stemmen muss, dann geht die Verschuldung hoch, dann gehen wieder die Zinszahlungen hoch. Jetzt haben wir ein Umfeld möglicherweise steigender Zinsen. Ich glaube, die erste Zinserhöhung haben wir jetzt schon gesehen vor 2 Wochen. Es sollen aber viele weitere folgen. Das ist zumindest die Erwartungshaltung. Und dann wird sich das natürlich ziemlich schnell bei einer mit Verschuldung aufgeladenen Bilanz auch in Form steigender Zinskosten bemerkbar machen. Und das drückt dann wiederum den Gewinn. Und deswegen ist das also durchaus ein sehr, sehr relevanter Punkt, wenn nicht einer der allerwichtigsten. Du hast in deinem Investmentkonzept 7 Merkmale einer idealen Buy-and-Hold-Aktie festgelegt. Welches sind denn die 7 Merkmale, auf die ich dann wirklich achten sollte? Ja, jetzt schaue ich hier kurz auch drauf auf die Grafik, dass ich nichts vergesse. Also am Ende ist die Idee die, wir alle suchen ja immer wieder nach neuen Investitionsgelegenheiten, wenn wir wieder etwas Geld gespart haben oder auch eine andere Aktie verkauft haben und das Geld dann reinvestieren möchten. Und die Idee ist, warum das nicht ein bisschen systematischer machen, warum sich nicht ein paar Kriterien definieren und dann kann man anhand einer Art Checkliste das abhaken, ob das Unternehmen, das man sich gerade anschaut, das potenziell in das Depot passen könnte, ob das überhaupt zur eigenen Investmentstrategie oder für die eigene Investmentstrategie geeignet ist. Und ich habe mir da einfach überlegt, wenn ich sehr, sehr langfristig ein Unternehmen begleiten möchte, dann sind mir gewisse Eigenschaften wichtig. Und da habe ich mir 7 definiert, ja, die sind teilweise auch von Buffett abgeschrieben oder die habe ich mir selbst überlegt, wie auch immer. Das ist, ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, beim Thema Investieren wurde schon alles Wichtige erforscht und erfunden. Viel wichtiger, als jetzt irgendwie hier etwas mit etwas Neuem an den Tag zu kommen, ist es zu überlegen, was passt zu den eigenen Zielen. Was ist eigentlich für die eigene Strategie wichtig? Und deswegen sind das bei mir eben diese 7 Kriterien. Und der erste Faktor ist die Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Da ist es mir wichtig, dass ein Unternehmen eine hohe Eigenkapitalrendite erwirtschaftet, weil das ist letztlich der quantitative Beweis dafür, dass man Wettbewerbsvorteile hat, dass man also in der Regel dann auch eine hohe Free Cash Generierung hat, weil man muss das erstmal schaffen, im Wettbewerb Preise durchzusetzen, die erheblich über den eigenen Kosten liegen und das erkennt man dann eben an der Eigenkapitalrendite. Und dann natürlich auch, dass diese Wettbewerbsvorteile bestehen bleiben, das wäre dann das zweite Kriterium. Das ist jetzt mehr etwas, was man sich qualitativ überlegen muss, wo man also wirklich überlegen muss, glaube ich daran, dass diese Coca-Cola-Marke auch in Zukunft so stark sein wird wie heute. Das dritte Kriterium sind dann das Thema Wachstum. Also mir ist es schon auch wichtig, in etwas zu investieren, wo sich dem Unternehmen Chancen bieten, die Cash-Generierung über die nächsten Jahre zu steigern will. Das ist eben der Treibstoff für die Aktionärsrenditen. Dann möchte ich aber auch haben, dass das Unternehmen klar kommuniziert an die Aktionäre, was es mit dem Cashflow tut. Also hat es eine Strategie, das Kapital, das erwirtschaftet wird, dann möglichst wertmaximierend eben zu verwenden. Das können
organische Wachstumsinvestitionen sein, das können hohe Dividenden und Aktienrückkäufe sein, das hängt immer von dem jeweiligen Geschäftsmodell und der Phase ab, in der sich ein Unternehmen befindet im Lebenszyklus. Ja, weiterhin, was sehr angenehm ist, ist ein planbarer Umsatzverlauf. Da sind wir wieder bei dem Thema Krisen. Das merkt man dann einfach auch über die Umsatzstabilität, wie stark schwankt der Umsatz. Zyklische Unternehmen haben auch ihren Reiz, aber wir haben eben alle paar Jahre ein Hoch in dem Wirtschaftszyklus und dann auch mal wieder eine Rezession. Und dann ist es eben so, dass zyklische Unternehmen typischerweise auch stark in der Aktie einbrechen, nicht nur in den fundamentalen Kennzahlen. Und das ist dann etwas, mit dem man durchaus viel Spaß haben kann, aber was eben nicht unbedingt für die Buy-and-Hold-Anlage geeignet ist. Ja, deswegen versuche ich das da herauszufiltern. Und dann weiterhin noch die Bilanz, das hatten wir schon angesprochen, sollten jetzt die Zinsen wieder steigen. Das kann man beispielsweise an der Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA messen, ob das noch solide ist. Und dann letztlich eben noch das Thema der Bewertung, dass man eben prüft, beim Einstiegszeitpunkt sind die Chancen und Risiken in einem günstigen Verhältnis. Und so hake ich dann sozusagen diese 7 Punkte ab und bin mir dann am Ende auch sehr klar und sehr sicher, wenn ich eine Entscheidung treffe. Was aber natürlich nicht heißt, dass ich dann keine Fehler mehr mache, aber ich versuche eben die Zahl und die Schwere der Fehler zu reduzieren. Ja. Ja, beim Investieren kommt es ja nicht darauf an, keine Fehler zu machen, sondern es kommt darauf an, wenn man einen Fehler macht, dass der einem nicht das Gesamtergebnis kaputt macht, sondern dass der eigentlich abgehakt werden kann und trotzdem die gesamte Performance stimmt. Naja, du lernst ja auch aus den Fehlern. Das habe ich auch immer wieder gemerkt. Ich habe ja auch diverse Aktien gekauft, die ich dann relativ schnell in der Vergangenheit dann wieder verkauft habe, weil es dann doch ein Fehler war. Mittlerweile ist es deutlich stabiler geworden, weil ich eben aus diesen Fehlern gelernt habe und so wird es bei dir ja auch gewesen sein. Ja, und genau das ist letztlich auch die Kunst, sich ein Portfolio zusammenzustellen. Ja. Also wenn du mal auf einen der erfolgreichsten Investoren, ich würde sogar sagen, den erfolgreichsten Investor der Welt schaust, nämlich in Warren Buffett Portfolio, über die Jahre, wie sich da die größten Aktienpositionen verändert haben, da gab es immer wieder Änderungen. Aber alle 5 bis 10 Jahre hat er eine neue Kernposition gefunden, die er jetzt über die Jahrzehnte begleitet. Und deswegen ist dieses Portfolio aufbauen eben ein viele Jahre andauernder Prozess. Man muss prüfen, wo hat man sich geirrt und wo lag man wirklich richtig. Und wenn man alle 1-2 Jahre eine zusätzliche Aktie findet, die man dann sehr, sehr lange begleiten kann, dann macht man schon alles richtig. Und bei Buffett war es eben in den 80ern dann die Coca-Cola, irgendwann war es die American Express, die er jetzt seit vielen Jahren begleitet. Und wahrscheinlich war es vor etwa 5, 6 Jahren die Apple-Aktie, die jetzt zur größten Position geworden ist und seitdem ein fester Teil im Portfolio ist. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass das nicht sozusagen das Portfolio von Tag 1 perfekt ist, sondern das ist eben etwas, was viele Jahre dauert und dann kann man über die Jahre hinweg die Portfolioqualität immer weiter ausbauen und bekommt wahrscheinlich auch über das Beobachten der Unternehmensentwicklung ein immer besseres Gefühl für die Unternehmen und ist sich dann eben zunehmend sicherer, jawohl, da möchte ich weiter beteiligt sein oder auch, hat mich doch nicht ganz so überzeugt, wie ich damals gedacht habe, tausche ich in etwas anderes ein. Und das ist eben die Reise, die wir alle gehen und wie du schon gesagt hast, man lernt aus Fehlern, das geht mir genauso man kann aber auch aus den Fehlern anderer lernen, also das versuche ich eben auch, mir immer die Aktionärsbriefe zum Beispiel von Buffett durchzulesen oder andere Investoren in der Finanzcommunity zu verfolgen, damit man nicht alles selber machen muss. Ja, wie gehst du denn vor, wenn du jetzt über so eine Aktie recherchierst oder über so ein Unternehmen? Gehst du dann immer auf die Unternehmenswebseite, schaust dir dann die Quartalsberichte, die Präsentationen an und recherchierst dann nochmal die Kennzahlen gesondert in so einem Aktienscreener oder wie machst du das? Also ich würde sogar sagen, ich beginne häufig erstmal mit einer quantitativen Beurteilung. Also ich öffne so ein Tool wie den Aktienfinder, den ich gerne nutze. Es gibt aber auch andere wie den Aktien.guide und schaue mir da einfach erstmal die langfristige Entwicklung an. Ja, sowohl Umsatz, operative Gewinnmarge, Bilanzqualität, all die Kennzahlen, die wir kennen. Und dann schaue ich erst einmal, ob mir das so von der Historie her gefällt oder ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder Punkte, die einfach große Fragezeichen hervorrufen, die notiere ich mir dann auch. Und das geht aber gar nicht so lange. Ich schaue auch gerne immer auf den langfristigen Aktienkurs. Wenn ein Unternehmen, wie jetzt beispielsweise das Starbucks, schon seit mehreren Jahrzehnten beweist, dass sie weit überdurchschnittliche Renditen abliefern können, dann ist das keine Garantie dafür, dass das auch in der Zukunft so laufen wird. Aber es ist immerhin schon mal bewiesen, dass das Geschäftsmodell in der Vergangenheit hohe Werte für die Aktionäre geschaffen hat und sich im Wettbewerbsumfeld behauptet hat. Und das ist schon etwas, was mir gefällt. Ich schaue auch, ob es ganz heftige Ausschläge nach unten gibt im Kurs. Das wäre dann wieder in der
Übersetzung oder Interpretation ein zyklisches Unternehmen, wo man sehr vorsichtig sein muss. Und danach gehe ich dann eben immer in die Fundamentalanalyse, lese mir sowas wie den Geschäftsbericht durch, aber auch sehr gerne die Transkripte oder Aufzeichnungen von den Management-Calls, weil ich das Gefühl habe, wenn die Manager Fragen gestellt bekommen und die Art und Weise, wie sie darauf antworten, gibt immer sehr hilfreiche ja, Erkenntnisse, wie eigentlich die Manager bei ihrem Unternehmen denken und wie sie mit aktuellen Problemen umgehen. Also das ist auch etwas, was ich sehr gerne mache. Und dann schreibe ich mir auch immer Recherchefragen nieder, wenn ich etwas noch nicht verstehe oder verstehen will, und google dann im Zweifel so lange, bis ich die beantworten kann. Oder auch, wenn ich sie eben nicht beantworten kann, wenn das Gefühl für das Unternehmen nicht griffig genug ist, dann sage ich next und gehe weiter zur nächsten Aktie, zum nächsten Unternehmen, weil ich verstehe einfach nicht alles. Also ich versuche das schon auch in diesem Kompetenzradius zu bleiben. Und wenn es dann um schnell wachsende Tech-Unternehmen geht, da schaue ich mir immer wieder gerne ein Video vom Stefan und dir an, Daniel. Aber da muss ich dann das ein oder andere Mal dann doch abschalten. Ich beobachte das mit Interesse, aber da kenne ich mich dann einfach im Zweifel nicht gut genug aus. Und das ist dann für mich auch ein Ergebnis, was okay ist. Also nicht jedes Mal ist am Ende eines Rechercheprozesses die Aktie im Depot, das sowieso nicht. Zweitens, ich komme nicht jedes Mal zum Ende des Rechercheprozesses. Aber ich versuche halt, wenn ich etwas mir angeschaut habe, dann da auch ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, weil es gibt so viele Unternehmen, aus denen wir auswählen können. Ja, wir müssen jetzt nicht auf irgendwie ja, mit Zwang versuchen, irgendwie so ein Ding zu verstehen, wenn es uns überhaupt keine Freude bereitet und wir da ewig dafür brauchen. Das ist ja das Schöne. Wir Privatanleger, wir sind frei bei unseren Investmententscheidungen. Wir sind nur uns selber verpflichtet und dementsprechend sollten wir uns das dann auch angenehm machen. Allerdings, und das ist jetzt noch die einschränkende Sache, wir dürfen natürlich nicht einen zu großen Klumpen aufbauen in der Branche, in der wir uns am wohlsten fühlen oder so. Wir müssen trotzdem diversifiziert bleiben. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, welche Ziele hast du denn mit deinem Blog für die kommenden Monate bzw. Jahre? Hast du da irgendwelche Ziele festgelegt? Also das größte Ziel ist, dass es mir Freude bereitet, dass diese Reise gemeinsam mit der Community weitergeht, dass wir da auf viele interessante Aktien und Branchen und Situationen stoßen. Das ist das größte Ziel. Deshalb habe ich gegründet. Ja. Wie es genau weitergeht in den nächsten Monaten, kann ich noch gar nicht genau sagen. Ich bin frisch gestartet, ich halte mir alles offen. Ich denke natürlich auch in den nächsten Monaten irgendwann mal über eine kleine Monetarisierung nach, habe da aber jetzt nichts in der Schublade liegen. Und es muss auch nicht so kommen. Ja, also ich werde nicht auf ja, nur damit es etwas monetarisiert ist, das machen. Vielleicht bleibt es dann auch einfach ein Leidenschaftsprojekt von mir, und ich verdiene mein Geld anders. Aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, durch das Hinzufügen von ein paar coolen Elementen, ohne den sozusagen bestehenden Service wegzunehmen, noch ein paar Dinge zu schaffen, und der eine oder andere hat da Lust darauf. Vielleicht aber auch nicht. Müssen wir mal schauen, was die Zukunft bringt, Daniel. Ich habe da noch keine Entscheidung getroffen. Drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass es so gut weiterläuft, und ich schaue immer wieder gerne auf deine Seite. Ich verlinke sie unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach rein, es lohnt sich. Und damit sage ich herzlichen Dank für das interessante Gespräch, Jonathan. Danke für das Interview.